Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe in den letzten Tagen relativ häufig die Frage von euch bekommen, wann kann ich meine Paprika nach draußen pflanzen? Das gleiche bei Peperoni, Chili oder Jalapenos, was im Prinzip fast alles das gleiche ist. Die Frage möchte ich hier in dem Video gern beantworten, weil es mir fast nicht mehr möglich ist, jetzt jeden Kommentar einzeln zu beantworten. Ich bitte da um euer Verständnis. Wenn euch das gefällt, dass ich darüber ein Video mache, würde ich mich übrigens wahnsinnig freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert. Es folgen auch noch zahlreiche weitere Videos. Wer die nicht verpassen will, lässt am besten jetzt gern mal ein Abo da. Und wenn euch das Video gefällt, dann freue ich mich natürlich auch sehr über einen Daumen nach oben. Ja, mein Gewächshaus, das Hochbeet, Frühbeet oder auch das normale Beet ist schon fertig. Ich könnte theoretisch sofort loslegen und meine Paprika auspflanzen, aber die Temperaturen spielen damit noch nicht mit. Vor allem nachts, da ist es meistens noch viel zu kalt. Man sollte nicht nur die Tagestemperaturen im Auge behalten, sondern auch die Nachttemperaturen. Und da gibt es nun mal häufig noch Frost und das würde die Paprika hier nicht überleben. Aus dem Grund sagt man nochmal so als Faustformel, nach den Eisheiligen kann man die Pflanzen rauspflanzen. Wer jetzt ein Gewächshaus hat, kann das vielleicht auch ein paar Tage früher machen, aber halte trotzdem immer die Temperaturen im Auge. Wenn es nochmal unter 0 Grad geht, dann kann man auch nicht bei den Eisheiligen oder nach den Eisheiligen auspflanzen. Dann wartet vielleicht lieber noch eine Woche oder auch zwei länger. Ab Juni ist es dann meistens problemlos möglich. Da sollten keine Nachtfröste mehr zu erwarten sein. Aber auf jeden Fall immer die Temperaturen im Auge behalten. Aber so ab Mitte, Ende Mai rum, da kann man eigentlich mit dem Auspflanzen anfangen zu planen oder auch zu beginnen. Wichtig ist halt, dass die Temperaturen immer im Auge behalten werden. Und sobald irgendwo angesagt wird, dass noch Frost kommen sollte, dann solltet ihr auf jeden Fall länger warten. Ja, das war das Video, wann kann die Paprika ausgepflanzt werden. Ich hoffe, es Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Abonniert auch, wie gesagt, gerne meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!